Hallo und herzlich willkommen zurück zu SQL. Ich habe hier letztes Mal ein Table erstellt und die möchte ich jetzt dieses Mal ein bisschen verändern. Ich möchte mit euch noch so ein paar Spezialsachen machen und deswegen zeige ich euch erstmal, was da drin steht. Aktuell die Tabelle heißt Rechnung und ja, wir haben hier eine Rechnungs-ID, eine Customer-ID, die Customers sind logischerweise in den Customers gespeichert und ein Betrag von 50. Gut, und ja, jetzt wollen wir das Ganze hier ein bisschen verändern, beziehungsweise zunächst einmal möchte ich euch zeigen, wie wir das Ganze wieder löschen können. Also da gibt es den Befehl drop table, dann natürlich der Name der Tabelle und dann if exists würde ich meistens, oder würde ich einfach immer hinschreiben. Denn falls die Tabelle nicht existiert, wäre es schlecht, wenn ihr versucht, die zu löschen. Denn wenn sie nicht existiert, dann kann das mal einen Fehler werfen und dann sieht es nicht cool aus. Ja, Update Count 0. Okay. Gut, schauen wir trotzdem mal nach. Select all from Rechnung. So, jetzt haben wir hier ein schönes Problem, nämlich wir haben keinen Table-Rechnung. Genauso soll es ja eigentlich auch sein. Okay. So, und jetzt möchte ich euch andere Sachen zeigen. Auch über Create Table mit dem Verändern von Tables funktioniert es genau gleich. Das zeige ich euch dann aber wann anders. Wir machen jetzt nämlich nochmal ein neues Table. Rechnung. Hier die Klammer. Und hier schreiben wir rein. Okay, wir haben die R-ID als Integer. Wir haben gehabt die Customer-ID als Integer, da schreibe ich vielleicht Customer-ID aus, als Integer und wir hatten den Betrag als Integer. So, und was wir jetzt machen wollen, wir wollen das Ganze so ein bisschen verändern. Wir wollen nämlich sagen, ein paar Sachen sind auf jeden Fall Pflicht, dass du sie angibst. Wir sagen hier, eine Rechnungs-ID muss immer angegeben werden, das heißt not null. Und wir brauchen nicht unbedingt immer einen Käufer, aber wir wollen immer einen Betrag da haben. Das heißt, wir sagen auch da not null. Also wir sagen sozusagen immer, darf nicht leer gelassen werden. Wir müssen die immer angeben, ansonsten schmeißt es einen Fehler. Gut. Und was wir jetzt noch Cooles machen, ist Folgendes. Wir sagen hier unique. Wir wollen genau eine einzige Rechnungs-ID haben und die soll tatsächlich, also sagen wir mal, wir wollen eine nullte Rechnung haben, wir wollen eine erste Rechnung haben und keine fünf ersten Rechnungen. Und wenn die Rechnungs-ID 1 schon benutzt ist, dann darf man die eben nicht mehr benutzen. Und das machen wir eben mit dem Schlüsselwort unique. Und das Coole bei Unique ist, wenn wir SQL-Anfragen stellen, dann wird es dadurch auch deutlich, deutlich schneller, wenn wir da ein Unique reinpacken. Denn wenn wir hier kein Unique reinpacken, dann hat es keine Ahnung, nach was es sortieren soll erstmal. Aber wenn wir hier das Unique reinpacken, dann sortiert es die automatisch in der Datenbank schon danach. Und geht halt auch schneller. Gut. Unique hatten wir. Und ja, jetzt, was wirklich die Datenbank richtig beschleunigt, bei dem Unique ist es nur so ganz, ganz kleines bisschen, sind die Keys. Und nach den Keys wird dann halt immer intern gemappt, das ist relativ kompliziert und interessiert uns auch eigentlich nicht wirklich, wir wollen das Zeug ja hauptsächlich benutzen. Wir sagen hier unten einfach noch, wir haben einen Schlüssel, einen Primary Key. Und der soll jetzt hier die R-ID sein. Und das ist auch eigentlich schon alles, was wir hier schreiben müssen. Das ist unterschiedlich von der Schreibweise. Manchmal muss man das so als, also ich habe es immer so gelernt, Primary Key und dann halt hier R-ID schreiben. Manchmal muss man allerdings auch da oben hinschreiben, einfach noch hinten dran, hinter das Not Null Primary Key. Also so. Ich habe keine Ahnung, was jetzt bei mir hier funktioniert. So viel habe ich die jetzt noch nicht benutzt. Aber ich werde es jetzt einfach mal so lassen und hoffen, dass es nachher funktioniert. Wenn nicht, müssen wir das einfach noch überprüfen. Wie gesagt, Datenbanken sind zickig. Ja. Gut. Okay, dann haben wir Foreign Keys. Also Primary Keys sind einfach Sachen, nach denen sortiert werden kann und die halt eigentlich immer unique sind. Deswegen kann ich das hier auslöschen.
Primary Keys sind halt dazu da, dass man möglichst schnell irgendwelche Sachen findet. Wenn ihr irgendwie einen Schlüssel habt, nachdem ihr immer sortieren könnt, also wenn ihr was habt, nachdem ihr super mappen könnt, dann könnt ihr hier einfach diesen, also normalerweise hat man immer eine ID und die wird dann einfach als Primary Key benutzt. So, und selbiges gilt natürlich auch hier für unsere Customer ID. Denn die ist auch mehr oder weniger ein Key. Allerdings ist die hier nicht unique. Die Customer ID darf ja sogar nicht gesetzt sein. Aber wenn wir hier diese Customer ID benutzen, ich sage einfach mal hier not null. Das heißt, wir müssen sie setzen. Wir brauchen eigentlich auch immer einen Käufer. Diese Customer ID lässt uns ziemlich schnell von der Rechnung auf einen Kunden tatsächlich in der anderen Datenbank, in der Customer-Datenbank schließen. Und wenn wir den Kunden dann raussuchen, müssen wir einfach nur in unserer Datenbank drüben schauen, Select All from Customer, also das gehört jetzt natürlich nicht zu der Anfrage, die wir hier oben stellen, Where ID gleich, und dann sagen wir hier Rechnung ID, also ich sage jetzt einfach mal hier Rechnung.id, dazu komme ich später noch. Also wir selektieren uns quasi unseren Customer aus einer anderen Datenbank. Und ja, können es dann so ziemlich gut nachvollziehen. Und sowas nennt man einen Foreign Key. Und ja, da gibt es auch verschiedene Schreibweisen. Manchmal sagt man References, also in MySQL funktioniert das. Eigentlich kann man das immer machen. Also man sagt hier eben Foreign. Jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig schreibe. Foreign Key. Und dann gibt man hier in Klammern an, was man gerne hätte, nämlich unsere Customer ID. So, und dann sagt man, auf was sie sich bezieht, nämlich mit References. Und dann gibt man hier eben an, wie heißt die andere Datenbank, die andere Tabelle, nicht die Datenbank, die heißt Customer. Und was ist es da drin für einen Schlüssel? Naja, okay. Quatsch. Das wäre die ID. Denn in Customer heißt das ganze Ding ja, ich kopiere das hier gerade mal kurz raus. Select all from Customer. Hier haben wir ja immer eine Unique ID einfach gegeben. So, und dann sagen wir hier, okay, wir haben einen Foreign Key und der referenziert eben Customer ID. Also in unserer Tabelle Customer. Die ID, die wir hier stehen haben. Das muss tatsächlich der Name sein, der hier oben steht, und das hier muss der Name der Tabelle sein. Und ja, so können wir dann eben diese Foreign Keys benutzen. Gut, so, und jetzt haben wir eben eine Tabelle aufgestellt, die einige Features erfüllt, nämlich es müssen alle drei Werte gesetzt sein. Wir sortieren quasi nach dem Key hier und wir können den dann auch später irgendwo anders benutzen als Key. Und wir haben hier einen Foreign Key in Customer ID und der referenziert eben auf die Tabelle Customer und dort genauer gesagt auf den Schlüssel ID. Wenn ich das jetzt ausführe, verdammt. Okay, ich dachte es mir fast. Ich habe ja die Datenbank Customer nicht selbst erstellt und deswegen ist in Customer die ID selbst kein Schlüssel. Das heißt, da steht nicht Primary Key ID. Und deswegen müssen wir das jetzt noch kurz ergänzen. Das mache ich kurz selbstständig und dann funktioniert das Ganze. Okay, also daran lag es nicht. Der Key, also die ID hier ist tatsächlich schon ein Key in Customer. Jetzt probieren wir was anderes. Ich weiß tatsächlich ehrlich gesagt nicht, was hier jetzt genau von der Syntax her stimmt. Die unterscheidet sich, wie gesagt. Das ist die Syntax, die ich kenne. Die funktioniert meistens. Und ich habe hier einfach nur das Komma vergessen. Ja, und das hat funktioniert. Ich bin so blöd. Okay, bitte entschuldigt. Ja, so funktioniert es. Okay, klasse. Alles klar. Okay, so hat man also jetzt einen Foreign Key da drauf gekriegt. Gut. Ja, also das war es eigentlich auch schon. Wir haben jetzt hier Rechnung eben und das hier ist eine ID und das ein Key und das hier ist eben der Foreign Key.
Und ja, jetzt kann man natürlich damit relativ viel Scheißdreck machen. Man kann die irgendwie zusammen mappen und genau diesen ganzen Scheißdreck möchte ich mit euch alles durchgehen. Denn das sind eigentlich echt wichtige Features. Ja, was ich euch jetzt noch kurz zeigen möchte, ist ein Default-Wert. Wobei, nee, ich glaube, das machen wir alles das nächste Mal. Ja, genau. Also dann bis zum nächsten Mal und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.